Salam alaikum! Salam alaikum! Salam alaikum, es geht los! Liebe Freunde, liebe Kreuzfahrtfreunde, liebe Heimathafen-Fans und Kreuzfahrt-Enthusiasten, es steht ein interessantes Video an, und zwar, es geht um den Orient. Ganz genau. 1001 Nacht. Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wir haben hier schon, ich habe Weihrauch mitgebracht, ich habe heute alles hier schon vernebelt bei uns im Heimathafen. Und die Mädels, die Maria kam rein und wäre am liebsten wieder nach Hause gefahren. Genau, und ich kam rein und habe gedacht, hat gebrannt. Und anstelle dessen hatten wir hier schon eine richtige Räucherbude. Ja. Nebelschwaden. Es ist fantastisch. Ich bin richtig in Stimmung, ihr Lieben. Und für die, die uns nicht kennen, ich darf euch meine Kollegin ganz kurz vorstellen. Das ist die Bianca aus dem Heimathafen und die ist zur See gefahren insgesamt. Fast 6 Jahre. Genau. Und mein Name ist Alex, bin auch zur See gefahren, bin 10 Jahre zur See gefahren und wir haben die Welt entdeckt und bedürfen jetzt zu Hause in unserem Heimatort unsere Kreuzfahrtfreunde und Gäste beraten. Und das wollen wir natürlich jetzt auch tun über YouTube. Und unser großes Thema ist der Winter 2022-23 mit AIDA in den Orient. Es wurde ja auch gewünscht von den Kanalabonnenten in dem letzten Video zum Karibik-Video, was wir beide gemacht haben. Ganz genau. Und heute geht es um den Thema Orient. Was gibt es da zu sagen? Ja, es ist eine wunderschöne Destination für den Winter. Also für alle Gäste, die nicht so weit fliegen möchten, als wie beim Fernziel zum Beispiel. Genau. Man hat circa von Deutschland aus 7 Stunden Flug, von Österreich aus circa 6 Stunden Flug, nur 2 Stunden Zeitverschiebung, super optimal. Und das Wetter ist natürlich super konstant dort unten. Ja. Also recht, ja, also für den Winter eine tolle Destination. Wenn man jetzt nicht in den Sandsturm gerät oder irgendwas anderes hat, hat man dort unten die konstantesten Temperaturen, um es warm zu haben. Im Verhältnis natürlich kann man so ein bisschen, wir sagen immer so Kanaren oder Orient im Winter, wenn man nicht so weit fliegen will. Genau. Flugstrecke ist fast die gleiche. Genau. Zeitumstellung ist gar nicht so doll. Ja, eben, nur die 2 Stunden vor. Perfekt. Super. Also, wer sich dafür interessiert, sollte jetzt dranbleiben. Denn wir haben viel zu berichten. Als erstes wollen wir mal loslegen. Grundsätzlich, AIDA hat heute eine interessante Information rausgebracht. Und zwar geht es da um den WM-Ort Katar. Wir haben es mal eingeblendet für euch. Da geht es ganz zwingend darum, dass AIDA Cruises die Kunden jetzt informiert hat, dass in dem Zeitraum der Fußball-Weltmeisterschaft, also vom 21. November bis zum 19. Dezember, die Anläufe in Katar gestrichen werden. Also Doha wird nicht angelaufen. Das liegt daran, dass die Behörden dort entschieden haben, dass Touristen nur anreisen dürfen, die entweder eine Hotelübernachtung gebucht haben oder ein Fußballticket gebucht haben für die Weltmeisterschaft. Und damit ist natürlich auch das Schicksal der Reedereien besiegelt worden, denn dort wird es dann auch keine Ausnahmen, so wie es aussieht, geben. Und deswegen hat AIDA jetzt schon die Kunden informiert. Das ist erstmal vorab ganz genau wichtig zu wissen. Wenn wir jetzt nämlich über die Routen sprechen und über die Destination, wollen wir natürlich darauf hinweisen, dass in diesem Zeitraum da diese besondere Änderung ist. Genau. Wir haben ja leider Gottes schon Kunden, die jetzt deswegen Reisen gebucht haben für die Weltmeisterschaft. Ja. Da müssen wir uns mal überlegen, was wir tun. Ob wir denen irgendwie einen Fußball schenken oder Übertragungskarte fürs Fernsehen. Es ist echt schade. Es ist wirklich schade. Vor allem für die, die so geplant haben natürlich. So, jetzt wollen wir aber mal, ihr Lieben, Orient. Warum bin ich so enthusiastisch? Meine Frau Marlene, die ist Orient-Fan. Also wir haben jetzt mal alles zusammengerechnet von den Crewmitgliedern, die bei uns arbeiten, die Orient gefahren sind. Wir sind auf fast 107 Tagesreisen gekommen, die wir dort erlebt haben. Meine Frau ist also absoluter Orient-Fan. Ich habe sie auch kennengelernt damals, 2012 im Orient. Ne? Mit AIDA Diva waren wir da unterwegs. Und sie ist im Muscat aufgestiegen und für ihren Einsatz. Und da habe ich sie das erste Mal gesehen. Freunde, der Orient, der liegt im Zauber der Liebe. Es ist ein Wahnsinn. Er war ein Wahnsinn. So, jetzt wollen wir aber loslegen. Und zwar haben wir uns mit dem Routing beschäftigt. Erstmal AIDA Cosma. Genau. Erstmal neuestes Schiff. Ja, der das Flotte. Ist gut. Tipptopp. Großes Schiff. Großes Schiff. Sehr schönes Schiff, natürlich auch ideal für Familien. Mhm. 337 Meter lang, dieses Jahr in Dienst gestellt im Februar 2022. Aktueller Kapitän drauf ist Vincent Zofalka und cooler Typ, da mit lieben Gruß an Vincent. Österreicher, genau. Vorarlberger. Genau. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch, du kennst ihn auch gut. Fachlich kompetent. Kannst du das einschätzen? Ja, absolut. Also hört es sich immer so an. Was hast du mit ihm denn so fachlich gesprochen?
Natürlich nur beruflich. Ach schön, jetzt hast du genau. Ein bisschen Farbe gekriegt. Ja, nein, das ist viel gut. Nein, Quatsch. Aber es ist so, dass Vincent natürlich auch immer unterwegs ist auf dem Schiff und mit allen immer einen guten Draht hat in der Crew. Und sorgt natürlich für eine gute Stimmung. Aktuell ist Heidi Rothe auch drauf, eine Kollegin von uns, die kennst du auch ganz gut. Auch super sympathisch, sehr ganz nett. General Managerin. Super witzig. Und die ist jetzt gerade drauf, vielleicht ist sie im Winter auch drauf, das wird sich alles zeigen. Auf jeden Fall ist das Schiff neu, mit schönen Bereichen. AIDA Cosma zeichnet sich aus, dass es hinten im Gegensatz zu AIDA Nova nicht dieses Four Elements gibt, sondern es gibt dort oben einen größeren Freibereich mit dem Infinity Pool, sehr schön, das fällt doch wirklich deutlich auf. Ansonsten ist es natürlich baugleich mit AIDA Nova, viel, viel Platz und für insgesamt 6.500 Gäste ist das Schiff konzipiert. Ihr Lieben, jetzt geht es los. Wir wollen auf das Routing kommen. Es gibt unterschiedliche Routings. Vorab müssen wir sagen, es gibt zwei Wechselhäfen. Ganz genau. Es gibt einmal den Wechselhafen Dubai. Das ist natürlich der mit der kürzeren Flugzeit. Und dann gibt es auch nochmal den Wechselhafen Abu Dhabi. Da ist es oftmals so, dass durch den Multistop, also es kann durchaus einen Stop unterwegs geben, dass dann die Flugzeit insgesamt meistens so circa 10 Stunden beträgt. Ne? Wahnsinn, ja. Muss nicht immer sein, aber kann durchaus sein. Aber man muss natürlich, wenn man sich für ein besonderes Routing entscheidet, ist natürlich der Preis wichtig, keine Frage, für die Reisen bis Ende März 2023 haben wir aktuell auch bei allen Abfahrten, bis auf Weihnachten meine ich, den Vario-Tarif schon raus. Es gibt auch den Pauschaltarif schon. Wir blenden das mal ein. Ich habe das mal so ein bisschen drüber gesteckt, dass ihr mal so einen Überblick habt, wie dort ungefähr die Preise sind. Wichtig ist zu wissen, wenn man sich für die unterschiedlichen Häfen entscheidet, wo das losgehen soll, Abu Dhabi oder Dubai, schaut mal genau hin, wie dort die Abflugszeiten sind. Eins ist im Orient mal ganz wichtig. Aus der Zeit, wo ich dort gefahren bin als Crewmitglied, kann ich euch sagen, dass Orient immer speziell ist von den Ankunftszeiten der Flugzeuge. Und zwar, wenn ihr euch zum Beispiel für ein Routing entscheidet, was von Freitag bis Freitag geht, als Beispiel. Nehmen wir mal, das ist die Reise mit Dubai und da fahren wir von Freitag nach Freitag. Genau, Orient mit Oman ab Dubai 1 zum Beispiel. Da geht es also Freitag los und für alle die dann losfliegen, beispielsweise München, da muss man darauf achten, der Flug dort, wenn ihr Glück habt, geht Donnerstagabend gegen 22 Uhr. Genau, 21:30 Uhr, genau. Genau, da fliegt ihr über Nacht und kommt ganz früh morgens in Dubai an. Mit dem An- und Abreisepaket habt ihr den großen Vorteil, dass ihr natürlich dann schon gleich aufs Schiff könnt. Also mit dem Transfer zum Schiff, dann seid ihr so ungefähr so um 8 Uhr auf dem Schiff. Das ist deswegen so spannend, weil ich erinnere mich, wie gesagt, zurück. Es war immer sehr, sehr anstrengend, weil die Gäste meistens mitten in der Nacht geflogen sind. Es ist ein bisschen, das ist der einzige Punkt, wo man sich ein bisschen darauf einstellen muss. Also von den Flugzeiten und den Abreisezeiten ist das wirklich ganz normal, dass ihr ganz früh ankommt und auch ganz früh wieder abreist, wenn ihr es nicht individuell gebucht habt. Ganz genau. Man hat natürlich, wenn man individuell bucht, wo du schon beim Thema bist, auch für unsere Salzburger natürlich die Möglichkeit, gerade bei diesem Donnerstagabendflug, dann mit der Fly Dubai ab Salzburg zu fliegen. Das ist natürlich eine feine Sache. So ist es. Da kann man also, wie gesagt, individuell nachschauen. Mhm. Ein großes Problem ist es nicht, in Dubai mit dem Taxi unterwegs zu sein. Können wir als Tipp schon mal geben. Die ihr haben könnt ihr ganz einfach wechseln. Da seid ihr am günstigsten unterwegs oder ihr zahlt eine Kreditkarte. Aber Taxifahren in Dubai kostet nichts. Nee, sie zahlen ja da auch nicht wirklich viel für ihre Spritpreise, also das ist, du kannst da irgendwie, glaube ich, für 10 Euro den Wagen voll tanken. Und also hast noch einen schicken Taxi dabei. Wow. Ganz genau. Taxi leer oder Taxi dabei? Taxi. Ah, Taxi, okay. Genau. Dafür sprichst du über die Taxi leer. Nein. Okay. Was ist noch wichtig zu wissen? Also, wenn ihr euch für ein besonderes Routing entscheiden wollt, dürfen wir es gibt ja unterschiedliche Routings. Also, man muss sagen, da gibt es wirklich von bis mit Muscat, ohne Muscat, mit Bahrain, mit Doha, dann nach der Fußballweltmeisterschaft. Mhm. Ne? Wir haben ganz unterschiedliche Häfen, die dort angelaufen werden. Wenn ihr euch für ein besonderes Routing entscheiden wollt und ihr wollt von uns einen Tipp haben, dann können wir euch den Tipp geben, nehmt das Routing mit Muscat. Genau. Und ich persönlich würde jetzt zum Beispiel Orient mit Oman ab Dubai am besten finden. Erstens, weil es samstags losgeht. Ja. Das heißt, freitagsabends gehen dann voraussichtlich die Flieger wahrscheinlich direkt von den meisten Häfen aus. Und man hat einfach den Vorteil, man kommt samstags an, um 12.30 Uhr geht es schon los, also relativ früh. Man hat dann so einen halben Seetag quasi bis 20 Uhr und ist dann schon in Abu Dhabi und hat dann direkt einen Overnight und kann dann schon direkt an der Promenade lang spazieren und das Nachtleben dort genießen. Ne? Gar nicht so schlecht. Hat dann am nächsten Tag noch den vollen Tag. Ja. Dann erstmal wieder einen ganzen Seetag zum Ausruhen und dann hat man wirklich zwei fast volle Tage Muscat. Ne? Eigentlich kann man sagen volle Tage. Um 10 Uhr kommt man an, um 17 Uhr am nächsten Tag
fährt man wieder weg. Also man hat wirklich genügend Zeit, wenn man jetzt, man muss sich nicht zwischen einem Ausflug entscheiden. Ne? Ich erinnere mich noch, als wir damals rübergefahren sind, dann vom Mittelmeer durch den Suezkanal und dann Rotes Meer und Orient dann, als wir dann nach Muscat, einige sagen Muscat, einige sagen Muscat, ne, also da nicht irritieren lassen, sind wir dann eingelaufen und es wurde vorher, gab es noch ein Wording an die Gäste, dass sie bitte oben im FKK-Bereich, wenn wir dort in Muscat einlaufen, bitte sich was anziehen, weil das funktioniert nicht. So, was ist nun gewesen? Standen wieder alle da und haben nackt gewunken. Ne? Oh, da haben natürlich die Omanis natürlich einen relativ großen Schock wieder gekriegt. Aber es hilft. Es ist Multikulti. Wenn die Deutschen kommen, dann kommen die Deutschen. Ja, das kommt. Ja, kommen die Deutschen, genau. Und dann haben wir natürlich auch nochmal, wir haben im Prinzip auch nochmal einen schönen Overnight oder zwei Overnights sogar in Dubai. Da hast du also hast du das nicht aufgestückelt wie bei der Tour Dubai 1 mit dem Oman, dass du im Grunde genommen so gut wie fast gar nichts davon hat. Ne? Genau, da ist ein bisschen aufgesessen. Also, unser Tipp eindeutig, die Route, die blenden wir mal ein, die ist wirklich im Gesamtzuschnitt, dann lernt ihr den Oman und den Orient, also die arabische Halbinsel, das kann man wirklich dadurch am besten. Vereinigte Arabische Emirate am besten kennenlernen. Wenn man jetzt nämlich die Route nimmt, wo Muscat nicht dabei ist, hat man natürlich auch noch einen Vorteil, dass man Bahrain vielleicht dabei hat oder Doha. Man hat noch, da gibt es noch einen anderen Hafen, den man mit dabei hat. Wen haben wir uns rausgeschrieben? Sirbanias. Genau, den haben wir auch noch mit dabei. Kann man auch machen, aber mit dem Oman zusammen hat man einfach das größere Erlebnis für den Orient, weil der Oman steht für das ursprüngliche Orient. Man hat dort wirklich diese Souks, die man sich anschauen kann. Man hat dort die Möglichkeit, Weihrauch zu bekommen. Ich habe euch mal in der Superqualität. Na, da muss man, Leute, man muss natürlich aufpassen. Das stimmt. Da gebe ich Ihnen meine recht. Frau ist 1,65 Meter groß und blond. Die hat sehr, sehr gute Kontakte gehabt durch ihre langen Aufenthalte. Und die hat den weißen Weihrauch bekommen. Freunde, den mit den blauen Augen. Mit den blauen Augen. Also das musst du mal vorstellen. Wunderschönen blauen Augen. Genau. Die hat den weißen, ich sag euch eins, die Omanis haben gesagt, der wird normalerweise nicht an Touristen verkauft. Wenn ihr das Glück habt und dort unterwegs seid, schaut nach dem weißen Weihrauch. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Normalerweise wird er, wie gesagt, nicht verkauft. Da gibt es immer noch andere, die ihn so weiterverkaufen. Aber es lohnt sich dann mal nachzuschauen und mal mit dem Augenzwinkern die Frau vorzuschieben. Mhm. Genau. Was haben wir noch eigentlich für Routen? Dann haben wir noch die Route Orient mit Oman ab Abu Dhabi. Ja. Die würde sonntags losgehen, sprich wahrscheinlich dann samstags abends der Flug. Ja. Für mich persönlich der Nachteil ist, man hat von Abu Dhabi so gut wie nichts. Und Abu Dhabi finde ich aber auch eine wirklich sehr, sehr spannende Metropole dort unten. Da hast du völlig recht, weil du kommst, genau, du fährst in Abu Dhabi um 22 Uhr los und du kommst dann an, Du kommst um 20 Uhr am letzten Samstag erst an quasi. Und hast dann eine Overnight, dann gehst du meistens dann, auch nicht mehr raus. Dann musst du Koffer packen und bist dann eigentlich schon wieder am guter Hinweis. Am Abreisen. Das ist also ein guter Tipp, Freunde, weil in Abu Dhabi könnt ihr euch auch echt viel anschauen. Ihr habt, im Grunde Yas Island, ihr habt dort die Rennstrecke, ihr habt Ferrari World, ihr habt die große Moschee, die fantastische. Mit dem handgeknüpften Teppich. Den größten handgeknüpften Teppich, glaube ich. Ja, der noch immer handgeknüpft wird. Genau. Und ihr habt dort in der Moschee auch die Möglichkeit, euch die größten, glaube ich, Swarovski-Kristall euch da anzuschauen. Was total toll ist, ihr müsst bloß daran denken, Freunde. Ihr müsst bei den Frauen, die müssen sich was verhüllen. Und man kann sich dort auch ausleihen, nimmt es mit. Ich habe so das damals, das ist hier übrigens aus dem Oman, das habe ich mir dort gekauft, das sind wirklich schöne Souvenire. Da haben wir auch eine Orient Pool Party gefeiert, weiß ich noch. Da kannst du auch diese schönen Schuhe kaufen, diese Aladdin-Schuhe. Ja. Fantastisch. Also ein Tuch dabei haben ist gar kein schlechter Tipp, weil erstens hat es ja schon mehrere Leute auf dem Kopf gehabt und zweitens auch, wenn es mal in die Malls geht, es ist ja doch sehr klimatisiert, es ist immer noch mal was Leichtes, was man so in die Handtasche nehmen kann und mal schnell über die Schultern werfen kann. So ist es und bei der Moschee ist darauf zu achten, erst ist es für die Einheimischen und dann nachher, ich meine ab 11 Uhr geht es dann für die Öffentlichkeit los. Das ist noch wichtig zu beachten. Aber wie gesagt, für die Ausflugstipps, das machen wir mit euch gerne extra. Wenn ihr bei uns die Reise gebucht habt, kriegt ihr zu allem natürlich die Ausflugstipps. Und es lohnt sich vor allen Dingen auch, mal reinzuschauen. Wir haben die gleichen Preise wie im Internet. Also wir haben, wie in Österreich und in Deutschland ist es beides das Gleiche. Der Markt ist der gleiche und dort bucht ihr zu den gleichen Konditionen.
Und wir hätten auch die Anfrage bekommen, ob man als Deutscher bei uns in Österreich auch buchen kann. Natürlich darf man natürlich, das. Natürlich, Salzburg ist Grenzstadt. Genau. Überhaupt gar kein Problem. Genau, und wir haben fast mehr deutsche Kunden als Österreicher. So ist es. Ja, genau. Muss man so sagen. Also freut euch drauf auf individuelle Tipps, das ist also kein Problem. Was wir noch euch mitteilen wollen und was auch besonders wichtig ist, wenn ihr euch entscheidet, viel individuell machen zu wollen, das könnt ihr natürlich, schaut mal genau nach. Es gibt dort auch Möglichkeiten, individuelle Ausflugsanbieter zu kontaktieren, gerade wenn ihr in die Wüste wollt. Mhm. Das ist fantastisch. Also tolle Touren, genau. Wüstencamp. Genau. Und wenn ihr in Dubai oben aufs Burj Al Arab wollt. Oh ja. Ah, da gibt es so viele Tipps, die man geben kann. Ja, die Marlene hat ja da auch Kontakte. Die hat ja schon da wirklich... Genau. Noch sich einiges auch behalten an privaten Kontakten. Kommen wir von den 7-Tagestouren ganz kurz zu den 14-Tagestouren. Mhm. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass es bei AIDA direkt kombiniert. Und zwar, dass ihr aus 7 14 Tage macht mit einem anderen Abreisepaket. Da haben wir uns nämlich auch was rausgeguckt, Bianca. Was ist dir aufgefallen? Also aufgefallen in Anführungsstrichen. Es gibt bei der großen Orientreise ab Dubai 2 gibt es schon Pauschalangebote. Insgesamt habe ich auch gesehen, dass die Orient mit Oman ab Dubai 1 auch schon Angebote hat. Da liegt es aber wahrscheinlich wirklich an diesem Donnerstag. Genau, ne? So ist es. Also hier gibt es auch tatsächlich schon Pauschalangebote bei der großen Orientreise ab Dubai 1 noch nicht. Aber eigentlich sind die relativ identisch. Der eine fährt halt die Route so rum und die andere fängt halt alles dann andersrum an. Also genau. Es ist auf jeden Fall Bahrain mit dabei. Das ist natürlich super schön. Genau. Serbanias, also super schön, dass man es halt auch mit dabei hat in der Route. Und ansonsten, Abwechslung, ne? Genau, man hat fast überall durch diese Overnights immer mindestens einen vollen Tag in den Destinationen, ob jetzt Abu Dhabi, Dubai oder halt Muscat. Und das ist natürlich auf jeden Fall richtig schön kompakt. Ne? Zum Shoppen? Shopping-Tipps? Ja, Shopping-Tipps natürlich das gute Arganöl. Das ist für die Haut, gegen die Falten und für die Haare. Ich komme in einer Stunde wieder. Nein, aber Arganöl ist auf jeden Fall ein absoluter Shopping-Tipp. Das lohnt sich natürlich. Gewürze, ja, und Dubai Mall? Ne? 2500 Geschäfte gibt es da, Freunde. Es ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich spannend. Und für alle, die gesagt haben, okay, jetzt Orient und so und Dubai mit dem Menschenrecht und so, das ist alles ein Thema für sich. Ihr könnt aber dort als Touristen euch frei bewegen, ihr könnt euer Ding machen. Haltet euch bloß mal ein paar Umgangsnormen, die man dort hat in der Öffentlichkeit, kein Alkohol trinken und all solche Sachen. Mhm. Aber es ist wirklich total entspannt, ein super schönes Ziel. Ja. Genau. Und für die Buchung für Schiff gibt es auch noch 2-3 Tipps. Also Verandakabine, Balkonkabine, gibt ja gerade AIDA Cosmo hat so viele unterschiedliche Kabinenkategorien. Wer dazu Tipps braucht, kann uns kontaktieren. Ansonsten gibt es zu sagen, dass der Unterschied zwischen Balkonkabine und Verandakabine Komfort schon größer ist, weil der Platz einfach größer ist bei der Verandakabine. Durch die 3 unterschiedlichen Kabinentypen mit entweder Doppelbad, mit dem begehbaren Kleiderschrank oder extra viel Platz, gibt es dort einfach mehr Möglichkeiten. Auch im Vario kann man sich das im Grunde genommen auswählen. Wenn ihr dazu Tipps braucht, meldet euch gerne. Genau. Ja. Ja. Ihr Lieben, im Hintergrund habe ich ein bisschen orientalische Musik laufen, so wie sich das gehört. Stimmt euch ein bisschen auf den Winter ein. Es gibt tolle Angebote mittlerweile schon im Pauschalangebot und auch im Vario. Das lohnt sich alle Male und ihr könnt vor allen Dingen bei allen Abfahrten die Reisen auch ohne Flüge buchen. Also ist echt eine schöne Destination, ein schönes Schiff und es lohnt sich, die Zeit zu nutzen, im Winter sich das anzuschauen. Absolut, gibt es nichts hinzuzufügen. Meine Liebe, was soll ich sagen? Paris, Athen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Viel Spaß, gute Unterhaltung und wenn ihr Lust habt, kontaktiert uns gerne. Wir freuen uns. Zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.